30. Juli. Maggie Cox war ein Scharlatan. Thrawn ist ein Scharlatan. Spiritistische Medien sind nichts als bloßer Humbug. Alles, was sie glaubte, war eine Lüge. Das steht fest. Lügen, die ich selbst ersann? Okay. Doch warum kann sie allein mir widerstehen? Wenn mein Gefängnis sie nicht zu halten vermag, muss ich ein noch tieferes errichten. Okay. So. Okay, das ist nur da vorne. Dafür? Jetzt? Wie nennt man einen Azubi beim Zoll? Filzstift. Haha. Es kann doch nicht sein, dass das hier schon alles war. Da. Oh, okay, dann gibt's ja auch noch was drin. Sieht man das? Aber ich glaube, ich bin da eh drüber. Ich habe mich jetzt gerade erschrocken, weil ich wollte eigentlich die Kamera drehen und die Schublade ist reingegangen. Oder kann ich das selber drehen? Auf, wir wissen, was da drin ist. Noch so ein Zettel. 23. Juli. Das Null-Element verzerrt das Haus. Ich kreise um mich selbst, durchschreite Flure, die doch nur zu sich selber führen. Ich umgehe das Labyrinth mit den Portalmaschinen, doch den Kristallen geht die Energie aus. Wenn ich nicht bald eine neue Energiequelle finde, bin ich für immer gefangen. Ja. Ach so. 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 Ah! Ach, das ist eine Münze. Nee, was, ein Stein? Das sieht mir aber aus nach einer Münze, du. Was steht da? Exitus acta probat. Kann jemand Latein? Ich nicht. So, ich glaube, wir sind hier fertig. So, kann ich dich damit füttern? Das ist zum Beispiel auch gruselig. So.
Imprisoned. Okay. Ein Kurbelrad. Er hintergeht dich. Oh nein, ich will mich nicht umdrehen. Das ist so gruselig. Okay. Da müssen wir jetzt eigentlich wieder hoch, ne? Achso, wir waren hier noch gar nicht an dem Safe. Der Tresor scheint schon seit Jahrzehnten hier zu sein. Ja, ist doch gut. Ich wollte nur ein bisschen dran rumspielen. That's what she said. Oh, das ist aber hübsch hier. Ich will nicht zurückgehen. Nein, nein, nein. Ich will nur hier in den Raum. Was ist das? Mineralien. Nun wirst du erkennen, was der Kern dieses Abenteuers ist. Hast du je einen derart atemberaubenden Augenblick erlebt? Dies ist unser Preis, deiner und meiner. Erstaunlich, wie sehr du dem Nullelement widerstehen kannst. Nur ich vermochte, diesen Schlüssel zu schmieden. Doch nur du vermagst, ihn einzusetzen. Das ist mir jetzt klar. Alles ist bereit. Die letzten Berechnungen werden dich vor keinerlei Problemen stellen. Und sobald du das Tor aufstößt, werde ich bei dir sein. Lass uns gemeinsam hindurchschreiten. Die grandioseste Leistung seit einem Dutzend Generationen. Der Meister. Hm. Achso, kann ich da irgendwie reingreifen oder so? No. Hier ist was. Ist auf jeden Fall außer Betrieb. Nun gut. Okay, da können wir irgendwas einsetzen. Wir haben aber unsere ganzen Sachen von vorhin nicht mehr. So, was haben wir denn hier? What is this? Was ist das? Ich glaube, eine der Scheiben fehlt. Was auch immer das ist, okay. Was ist das? Also kann man auf jeden Fall irgendwas verschieben. Oder irgendwas dekodieren.
Das ist ja crazy. Das ist ja crazy. Okay. Dann zurück. Der Meister sagt, Werner, denke ich mal, geh runter in den... Werner, geh runter in den Keller. Ich glaube, die Russen sind da. So, was ist das jetzt? Okay. Da kann man was reintun. Auf der Karte ist eine sternförmige Fassung. You don't say. Okay, dann hätten wir noch das hier. Okay, der geht nicht. Jetzt wird's kalt. Jetzt wird nämlich aufgemacht. Oh. Können wir uns Sterne angucken. Ah, okay. Uns fehlt also... Okay. Oh, sie ist kaputt. Eine gesprungene Linse. Ich werde sie entsorgen. Ja, genau. Schmeiß sie einfach mal weg. Also wir brauchen eine neue Linse und wir brauchen hier die zwei Dinger, glaube ich. Der hat die Linse. Jetzt hat er die Linse tatsächlich weggeschmissen. Oh! Draco Malfoy. Ein Kristallstern. By the way, welcome to the last chapter. Welcome to the jungle. Oh Gott, war das schlecht. Aber dankeschön. Ey, weißt du, warum die meinen so geändert haben? So Tränen weine ich niemals. Drago, das ist ein Gangsternase. Okay, machen wir einfach mal alle rot. Okay.